Es ist der 1. Juli 2015 und zugleich der Eröffnungstag der größten Investition in der Geschichte des Hansaparks in Sierksdorf. 73 Meter hoch, 127 km/h schnell, eine umfangreiche und einmalige Story und Thematisierung bis ins letzte Detail. Kommt mit auf das einmaligste Achterbahnerlebnis eures Lebens. Willkommen beim Schwur des Kerner. Der König Dänemarks Erik Klipping V. wird in der Nacht des 22. November 1286 von seinen engsten Vertrauten auf der Jagd erstochen. Bis heute ist nicht bekannt, wer genau König Erik Klipping damals umgebracht hatte. Fest stand nur, dass sein Sohn Erik nun mit nur 12 Jahren der Thronfolge seines Vaters wurde. Seinen Königseid und jeden weiteren Schwur seiner Regentschaften leistete Erik bei allen heiligen Männern, wird alle hellige Männer, was ihm seinen Beinamen Erik Menved gab. Die Anfänge seiner Regierungszeit waren geprägt von Angst und Schrecken, da die vogelfreien Mörder seines Vaters die dänische Küste als Piraten besetzten. Allerdings interessierte sich der junge König Erik nicht für die Bedürfnisse seines Volkes und ließ sich stattdessen zu prunkvollen großen Turnieren verleiten. Somit leerten sich die Schatzkammern immer weiter, da Erik Menved Gefallen an seinen neuen Lebensumständen gefunden hatte und weiter noch größere und imposantere Turniere veranstaltete als je ein König zuvor. Als das Gold allerdings knapp wurde, erhöhte er die Steuern für das Volk. Eines Tages brach eine große Hungersnot im Land aus, doch der König weigerte sich, die hohen Steuern wieder zu senken. Nun war König Erik Menved von seinem gesamten Volk inklusive dem Adel verhasst und es kam zu großen Aufständen. Anstatt sich sein eigenes Fehlverhalten anzuerkennen, sah sich König Erik von seinem Volk weiterhin bedroht, woraufhin er seinen Hofstaat zusammenrufen ließ und diesem verkündete, er würde für sie und für Dänemark eine Festung errichten, stärker als je eine Festung war, sodass diese seine Feinde niemals einnehmen oder gar niederreißen werden. Der alte und weise Baumeister des Königs wurde somit mit der fast unmöglichen Aufgabe betraut, seinen König diese uneinnehmbare Festung zu errichten. Daraufhin zog dieser sich in sein Atelier zurück und zeichnete eine gewaltige Festung mit einer gewaltigen äußeren Ringmauer, einem Burggraben und einer Zugbrücke, zahlreichen Verteidigungsanlagen und einem Königsturm, so groß wie ihn das Land noch nie zuvor gesehen hatte. Abseits der prunkvollen Hallen und gemütlichen Privatgemächern im Inneren der Festung legte der Baumeister ein ausgeklügeltes System von Geheimgängen in den Festungsmauern an und entwickelte einen aufwendigen Mechanismus, welcher der Königsfamilie im Notfall zur Flucht verhelfen würde. Nachdem König Erik Menved die Zeichnungen seiner zukünftigen Festung gesichtet hatte, gab er den Befehl zum Bau des Kernern. Eines Abends kam dem Baumeister nun eine erleuchtende Idee, wie er es schaffte, dem Königreich eine unbezwingbare Festung zu errichten. Er eilte hinab in seine Archive und suchte nach einer ganz besonderen Formel in den Schriften seiner Vorgänger. Diese würden den Turm beschützen, den König aber für seine Grausamkeiten bestrafen. Nach ganzen 7 Jahren Bauzeit verkündete der Baumeister König Erik die Fertigstellung der wahrscheinlich unbesiegbaren Festung. Wahrscheinlich unbesiegbar war dem König allerdings nicht genug. Daraufhin wagte der Baumeister erstmalig in Anwesenheit des Königs einen gefährlichen Schutzzauber zu erwähnen. Der König horchte auf und befahl dem Baumeister, mehr über diesen Schutzzauber zu erzählen. Er würde doch tatsächlich den Kernern unbesiegbar machen. Der Baumeister warnte allerdings den König vor der zwar großen Wirkung und vor allem aber vor dem noch größeren Preis. Er holte eine große Schriftrolle heraus und erklärte dem König seine Wirkung. Einmal vorgelesen, legt sich ein mächtiger Bann über den Turm, den all jene verfallen sollen, die den Kernern angreifen, bedrohen oder sich ihm in falscher Absicht nähern. Der Bann zieht sie alle ins Verderben. Nochmals erwähnte der Baumeister den teuren Preis eines solchen Schutzzaubers. Gierig entriss König Erik Menved dem Baumeister die Schriftrolle und meinte, er werde diesen Preis schon bezahlen und daraufhin die Steuern weiter erhöhen. Dabei ahnte er allerdings nicht, dass er einen sehr viel höheren Preis bezahlen würde. Im selben Moment entrollte er das Pergament und sprach die uralte Schutzformel für den Turm. Mit jedem Wort, was er sprach, löste sich ein Teil seiner Seele und bannte sich an den Kernern. Kaum hatte er die Schutzformel mit bei allen heiligen Männern beendet,
Da schien er um Jahrzehnte gealtert. Seine Haut faltig und grau, sein Blick fahrig und leer. Wenig später dann starb König Erich Menved. Seinen Schwur jedoch hatte der König erfüllt und dem Königreich eine unbesiegbare Festung hinterlassen. Die Kombination von der Baukunst der Festung und der Macht des Banns schützten den Kernern fortan von allen Angriffen und Gefahren. Keiner konnte ihn bezwingen, keiner konnte ihn einnehmen und alle, die es versuchten, wurden ins Verderben gestürzt. Der König war somit für ewig in den Kernern verbannt, um diesen zu beschützen und wird nur durch einen Akt der Güte, wie er ihn zu Lebzeiten nie vollbrachte, Erlösung erfahren können. Circa 900 Jahre später und wir befinden uns in Deutschlands einzigen Freizeitpark am Meer. Der Hansapark in Sirksdorf hat mal wieder eine große, wenn nicht sogar die größte Neuheit geplant. Schon im Jahr 2010, also ein Jahr nach der letzten großen Neuheit Fluch von Novgorod, beginnt somit die Planung für das neue Aushängeschild des Parks. Im Jahre 2014 ist es nun endlich soweit. Der Bau des Megaprojektes kann beginnen und es wird zuerst einmal der gigantische 79 Meter hohe Turm aus tausenden Tonnen Stahl gegossen. Dieser stellt somit den echten Kern in der schwedischen Stadt Helsingborg dar und ist zudem gleich mehr als doppelt so groß als sein Original, welches nur 35 Meter verzeichnen kann. Das weltweit einmalige Alleinstellungsmerkmal der Bahn, der riesige vertikale Lift mit einigen interessanten Eigenschaften, wurde im Anschluss nun von oben in den noch offenen Turm eingebaut. Inklusive dazu natürlich noch eine große Treppe mit vielen Ebenen um den Lift herum sowie ein Aufzug, was beides natürlich zur Wartung bzw. auch Evakuierung der Bahn dient. Außerdem ist der Turm in der Mitte nochmals unterteilt, sodass man von der Seite des Liftes nicht in die Seite der Abfahrt sieht oder andersherum. Das sorgt nun auch dafür, dass in den Teil des Liftes, welcher noch von großer Bedeutung wird, so gut wie kein Tageslicht von der Ausfahrt hereinscheinen kann. Auch das direkt am Turm gelegene zweite große Gebäude der Bahn, welches schlussendlich zum Beispiel einen Indoor-Teil, die Warteschlange oder auch die Station beinhaltet, wurde somit in den folgenden Wochen auch wie ein gigantisches Puzzle aus tausenden Betonfertigteilen zusammengesetzt. Langsam aber sicher kam der Saisonstart des Parks immer näher und somit begann auch die Montage der ersten Schienen von Kernern im hinteren Teil der Strecke. Hergestellt wurden diese sowie auch die Züge und die Steuerung der Bahn wieder einmal von dem Achterbahnhersteller Gerstlauer, welcher auch schon 2009 den Flug von Novgorod realisierte. Parallel dazu wurde natürlich das riesige Herzelement direkt vor dem Turm aufgebaut, welches gerade durch seine einmalige Stützenkonstruktion ein echter Hingucker geworden ist. Immer mehr Schienen werden in den nächsten Wochen angeliefert und angebaut, sodass im Frühjahr 2015 der Schienenschluss des neuen Infinity Coasters erfolgen kann. Am 1. Juli 2015 war es somit endlich soweit. Die Eröffnung der größten Investition in der Geschichte des Hansaparks war gekommen und die ersten Gäste konnten sich auf eine einmalige Fahrt mit dem Schwur des Kernern wagen. Allerdings war zum Zeitpunkt der Eröffnung nur die reine Achterbahn an sich fertiggestellt. Jegliche Thematisierung der Bahn fehlte somit komplett. Von der Außenfassade des Turms bis hin zu der kompletten Warteschlange fand man somit im ersten Jahr überall nur eine einfache Betonoptik wieder. In den folgenden Jahren wurde aber natürlich die komplette, unglaublich umfangreiche Thematisierung der Bahn bis in das Jahr 2019 immer weiter gestaltet oder verbessert. Den gesamten Bau sowie auch die gesamte Story der Bahn könnt ihr euch auch nochmal auf dem YouTube-Kanal Kernern anschauen, auf welchem der Hansapark damals alles Wichtige zu der Bahn im Videoformat hochgeladen hat. Nun ist es endlich soweit. Wir sind an einem entspannten Tag mit traumhaftem Wetter im Hansapark und erkennt schon aus deutlicher Entfernung den gigantischen Turm der Bahn. Vorbei an den neuen Drehkreuzen des Eingangs gibt es nun zwei Möglichkeiten, in den hinteren Themenbereich zu gelangen. Entweder direkt nach links vorbei am bezauberten Britannien mit Highlander, dem Royal Scotsman und Nessie oder vom Eingang aus geradeaus über den alten Jahrmarkt oder bei der Flucht von Novgorod vorbei. Wie auch immer man sich entscheidet, befinden wir uns nun im Themenbereich die Reiche des Nordens und zudem auch direkt inmitten der riesigen Stützenkonstruktion der Bahn. Von Crazy Mine aus Comet finden wir zur linken Seite des Weges nun ein kleines unscheinbares Holzhäuschen, welches tatsächlich der Eingang der Bahn ist. Links in einem kleinen abgetrennten Bereich findet man hier natürlich auch noch einen Testsitz sowie ein kleines Schild für die Mindestgröße von 130 cm. Ein Mindestalter gibt es bei der Bahn somit nicht. Auch das Logo der Bahn ist natürlich in der Mitte über dem Eingang angebracht, um zu signalisieren, dass man sich hier nun für Kernern anstellt. Unter diesem hängt zudem auch noch der Bildschirm für die aktuelle Wartezeit.
Als kleine Thematisierungselemente kann man hier abgesehen der zwei Löwen links und rechts des Logos noch weitere eingebaute Zahnräder in dem kleinen Häuschen erkennen, welche uns auf unserer Reise noch häufiger begegnen werden. Im besten Falle sehen wir hier nun eine geringe Wartezeit und entscheiden uns nun dafür, uns zwei Kernern anzustellen. Vorbei an der großen Sicherheitstafel an der Innenwand des Häuschens geht es nun erst einmal einen schmalen Weg parallel zum Hauptweg entlang, direkt auf den großen Turm und die Abfahrt zu, welcher sich kurz vor dem Turm zu fast schon einem kleinen Platz vergrößert. Nun sind wir genau am Fuße des 79 Meter hohen Kernanturms angekommen und gleichzeitig auch noch genau unter der Abfahrt der Bahn. Hier erkennt man übrigens beim senkrechten Hinaufschauen, dass die Bahn nicht exakt gerade aus dem Turm herauskommt, sondern tatsächlich leicht nach links gedreht den Turm verlässt. Um den weiteren Verlauf der Warteschlange nun besser verstehen zu können, sollte man wissen, dass wir als Besucher nun uns in die alte Festung des Kernan begeben, welche heutzutage zu einem Museum umgebaut wurde und den Namen Kernan Museum trägt. Somit geht es einmal am Turm vorbei und hinauf auf den Rest der Burgruine. Ins Auge fällt natürlich gleich der große Torbogen am Beginn des Aufstieges sowie auch die Bremse der Bahn, welche hier einmal über den Wartebereich führt und im Anschluss rechts wieder in das große Gebäude hinein. Wir finden vor uns jetzt drei Reihen, welche früher teilweise zum Beispiel für den Single Rider genutzt wurden, allerdings ist mittlerweile nur noch die mittlere offen, in welcher wir nun unseren Weg weiter nach oben fortführen. Gleich hinter dem großen Burgtor allerdings wartet eine erfreuliche Nachricht auf uns. Hier und an vielen anderen Stellen des Außenbereiches hängen Plakate, dass das uralte Bannpergament, von welchem König Erich Menved den Schutzzauber abgelesen hatte, wiederentdeckt wurde und nun im Museum zu besichtigen ist. Zu diesem mysteriösen Bannpergament gibt es allerdings auch noch eine weiterführende Story. Um diese zu verstehen, müssen wir tatsächlich einmal einen Blick auf die Story von der Flucht von Novgorod werfen, der letzten großen Neuheit vor Kernan. Einige Zeit nach dem Tod von König Erich Menved wurde ein Anhänger von Rürik, welcher in der Story der Flucht von Novgorod eine entscheidende Rolle spielt, von dem Land in den Kernan eingesperrt. Laut seiner Aussage habe er natürlich nichts getan. In diesem Moment spricht eine geisterhafte Stimme zu ihm und wirft ihm vor, das Bannpergament geklaut zu haben. Der Anhänger allerdings erwiderte der Stimme, dass er jenes Bannpergament lediglich zurückholen wollte, da sein Anhängerkreis der eigentliche Urheber dieses war und es damals erschaffen hatten. Der richtige Dieb allerdings sei Per Oldendorp gewesen, welcher auch eine große Rolle in der Geschichte der Flucht von Novgorod spielt. Dieser soll es somit geklaut und an den Baumeister des Kernan weiterverkauft haben. Gleich darauf erscheint eine Art Geisterform von König Erich Menved und erwidert, dass es nun schon zu spät sei und die Formel bereits ausgesprochen wurde. Was es aus mir gemacht hat, als ein Schatten meiner selbst, bin ich in diese Mauern gebannt und kann den Kernan nicht mehr verlassen. Wie vorhin schon erwähnt, hat sich mit dem Vorlesen der Schutzformel seine Seele immer weiter aufgelöst und wurde somit als Strafe für seine Grausamkeiten für alle Zeit in den Kernan verbannt. Im Folgenden ergreift die Seele des Königs Besitz des Anhängers und macht sich in seinem Körper auf, sich an Per Oldendorp zu rächen, dass er das Bannpergament aus Novgorod gestohlen hatte und der König dieses dadurch aufsagen konnte. Somit möchte er nun die komplette Familie von Per Oldendorp auslöschen. Und damit zurück in Deutschlands einzigen Freizeitpark am Meer, in welchem wir nun unseren Weg am Rande der Burgruine weiter nach oben führen, bis wir auf der obersten Ebene angekommen sind. In der Mitte dieser befindet sich ein kleines Häuschen, um welches man nun einmal auf einem Holzsteg herumläuft und anschließend natürlich auch hineingeht. Bevor es allerdings dazu kommt, tritt man auf dem überdachten Holzsteg um das Holzhäuschen herum das erste Mal in Kontakt mit den zahlreichen Bildschirmen des Kernan Museum TVs. Dieses ist eine extra für die Bahn gedrehte siebenteilige Dokumentation mit Fernsehmoderator Christian Schröder und Archäologin Jenny Fried, welche vor Ort bei dem echten Kernan in Helsingborg der wirklich historisch belegten Story des Turms auf den Grund gehen. Natürlich geht Moderator Christian Schröder auch zum Ende hin auf die mysteriösen Ereignisse um das Bannpergament ein, von welchen die Archäologin Jenny Fried allerdings nicht besonders viel hält. Die kleinen 2 bis 3 Minuten langen Dokumentationsvideos laufen somit immer in einer Dauerschleife und helfen den wartenden Gästen, die Story ein wenig besser zu verstehen. Wenn wir unseren Weg um das Häuschen herum geschafft haben, stehen wir nun vor dem eigentlichen Abgang in das Kernan Museum, von welchem das Logo auch groß an dem Steinbogen zu erkennen ist.
Mit einer beleuchteten Treppe und noch einer weiteren Portion an Bildschirmen begeben wir uns nun in die eigentliche alte Festung des Cairnans. Bevor wir nach rechts noch weiter nach unten unseren Weg fortführen, finden wir noch weitere Informationstafeln, welche das kürzlich entdeckte Bandpergament weiter erläutern. Durch einen weiteren schmalen Steintunnel, in welchem man von der laufenden Musik lediglich nur den viel zu lauten Bass hören kann, geht es eine weitere kleine Treppe hinunter in den ersten größeren Raum des Museums. Unschwer zu erkennen, befinden wir uns nun im Thronsaal der alten Festung, welcher somit wieder aufgebaut und restauriert wurde. Direkt ins Auge fällt hier natürlich der große Thron auf einer Anhöhe geradeaus zu. Dieser beinhaltet zudem auch ein großes Bannsymbol, welches man überall in und um die Bahn immer wieder finden kann. Zur rechten Seite stehen einige Vitrinen mit edlen Ausstellungsstücken wie einer Krone oder einem Zepter. Zudem machen wir hier nun neben dem großen Bild von König Erik Menved unsere erste Begegnung mit dem echten Bannpergament, welches somit hier im Thronsaal kürzlich zur Besichtigung ausgestellt wurde. Im Hintergrund läuft natürlich wieder eine angenehme Musik, welche die Atmosphäre des mächtigen Thronsaals weiter unterstreicht. Plötzlich allerdings ändert sich die Musik drastisch und wird vergleichsweise ruhig und düster. Immer mehr geht das gesamte Licht im Thronsaal aus, bis nur noch das an der Wand hängende Bannpergament zu leuchten scheint. Langsam fangen die zahlreichen Runen auf dem Bannpergament sich an zu bewegen, bis auf einen plötzlichen Paukenschlag das Bannsymbol oben auf dem Pergament herausspringt und grüne Schleier aus sich herausströmt. Immer mehr fängt die Umrandung des Bannpergaments an, grün zu leuchten, bis schließlich die Schleier von der Schriftrolle ausbrechen und sich mit den Runen ihren Weg an der Wand entlang bahnen. Eines dieser grünen Schleier durchdringt dabei einmal komplett das große Bild von König Erik Menved, während die anderen immer schneller in den vorderen Teil des Raumes vordringen. Schlussendlich sammeln sie sich alle in einem großen grünen Schleier und kriechen sogar von der Wand auf den Boden bis hin zum Thron. Dort angekommen fängt noch im selben Moment das Bannsymbol in derselben grünen Farbe an zu leuchten, worauf die beiden Fenster links und rechts des Throns mit einem lauten Klirren zerspringen. Es blitzt mehrmals stark, bis nach dem Höhepunkt der Musik das Licht langsam wieder normal im Thronsaal angeht und eine beruhigte Abschlussmusik ertönt. Damit haben wir die erste Pre-Show auch schon miterlebt, welche nun sich alle paar Minuten immer wieder wiederholt. An der linken Wand entlang geht es nun nach links in den nächsten engen Gang und um eine weitere Linkskurve in die königliche Küche des Cairnan. Dieser kleine Raum ist somit auch ein Nachbau von früher und zeigt, wo die zahlreichen Gerichte der Festung zubereitet wurden. Hier finden wir einige Küchenutensilien und ein paar flackernde Lampen. Da wir uns in einem Museum befinden, hängt wie auch im Thronsaal eine kleine Infotafel über den aktuellen Raum mit spannenden Fakten in drei verschiedenen Sprachen an der Wand. Wie wir bei der Story schon gelernt haben, hat der Baumeister damals ein ausgeklügeltes System an Geheimgängen in den Cairnan mit eingebaut, von welchem ein Großteil bei der Entstehung des Museums auch wieder gefunden wurde. Nun haben wir die Möglichkeit, selbst einer dieser ehemaligen Geheimgänge zu betreten und begeben uns durch den großen Ofen in der Küche, auf welchem über dem Durchgang auch wieder eine Krone abgebildet ist. Es geht in wie für einen Geheimgang typischen engen Steingang, in welchem durch die hölzerne Decke teilweise sogar grünes Licht leuchtet. Am Ende des Ganges, welcher durch eine weitere Linkskurve wieder ein wenig breiter wird, sind wir nun in der alten restaurierten Waffenkammer angekommen, wo wir gleich zur linken Seite eine ausgestellte Rüstung hinter einer Scheibe finden. Außerdem treffen wir hier auf einen weiteren Bildschirm, auf welchem der Archäologe Magnus zu sehen ist. Dieser kommuniziert nun mit unserem fiktiven Tourguide und erzählt uns, dass wir unsere Tour durch das Museum an einer anderen Stelle fortführen sollten, da die kommenden Gänge gerade erst heute Morgen freigelegt wurden und zudem noch einsturzgefährdet sind. Nach einer kurzen Diskussion mit unserem Tourguide gibt Magnus nun schlussendlich auf, sagt uns allerdings, dass wir beim weiteren Verlauf der Tour lieber all unsere losen Gegenstände ablegen sollten, da es sonst viel zu gefährlich sei, an den scharfen Kanten hängen zu bleiben. Außerdem fallen Magnus während des Gesprächs immer wieder komische Dinge bei seinen Ausgrabungsarbeiten auf, wie zum Beispiel ein gewisses Schimmern oder Leuchten in dem kürzlich freigelegten Gang. Er ist der Meinung, dass dies erste Anzeichen für die tatsächliche Existenz des Bands sein könnten und zudem den zahlreichen Verteidigungsmechanismen, welcher der Baumeister mit in den Cairnan eingebaut hat. Nochmals wird uns hier gesagt, dass wir unsere losen Gegenstände im wahrscheinlichen Atelier des Baumeisters ablegen sollten, welches heute Morgen entdeckt wurde und zudem ein wichtiger Fortschritt in der Erforschung des Cairnans sein könnte.
Schlussendlich können wir gespannt unsere Tour fortführen durch einen kleinen runden Raum mit einer gewölbten Decke, welcher die alte Schatzkammer der Festung ist und somit in die Geheimgänge mit eingebaut wurde. Links und rechts hängen einige indirekt beleuchtete Schilder sowie weitere Waffen und Fackeln. Einmal geradeaus hindurch treffen wir nun auf einen weiteren Raum, welcher aktuell lediglich für einige Ausgrabungen genutzt wird. Zudem stoßen wir hier tatsächlich auf den Archäologen Magnus selbst. Von diesem ist im vorherigen Video nur der Oberkörper zu sehen und nun steht zu unserer rechten Seite auf einer Leiter der Unterkörper von Magnus, ein Animatronic, welcher sich sogar ein wenig bewegt. Dieser ist somit gerade mit den Ausgrabungen beschäftigt. Daraus erschließt sich also auch, dass das Video eine Live-Schaltung zu Magnus einige Gänge weiter war und wir nun wirklich in den frisch entdeckten Teil des Kernans gelangen. Eine letzte nach rechts gedrehte Treppe hinauf müssen wir nun ein letztes Mal vor einer verschlossenen Tür warten, bis uns ein Mitarbeiter mit insgesamt 16 Besuchern in den nächsten Raum lässt. Diese sind somit auch die Besucher, mit denen wir schlussendlich fahren werden. Die Tür hinter uns wird wieder geschlossen und wir finden uns in einem eher länglichen, düsteren Raum wieder. Direkt beim Schließen der Tür beginnt ein weiteres Video an der rechten Wand auf zwei Bildschirmen anzulaufen. Hier sehen wir wieder den Archäologen, wie er erstmalig den Raum erkundet, in welchem wir uns gerade befinden. Somit stellt sich auch heraus, dass dies tatsächlich das Atelier des Baumeisters ist, welches mit vielen Mechanismen oder Zahnrädern unter der Decke ausgeschmückt ist. Außerdem hängen an den Wänden viele selbstgezeichnete Skizzen des Baumeisters, wie zum Beispiel eine große Abwehrwaffe des Turms oder auch der ausgeklügelte Mechanismus im Turm selbst mit einem vertikalen Lift, sowie eine wichtige Zeichnung des königlichen Fluchtfahrzeuges, welche der Königsfamilie im Notfall durch den Mechanismus im Turm nach draußen helfen sollte. Ersteres stellte sich 2017 zu der Neuheit dieses Jahres Kerner Pulten heraus. Dieser Skyfly, auch von Gerstlauer, wurde den Besuchern des Kerner Museums schon im Jahre 2016 indirekt im Atelier des Baumeisters präsentiert und ist somit bis heute die große äußere Abwehrwaffe des Turms, was man natürlich auch an der Thematisierung in Form einer Steinschleuder erkennen kann. Auch die Zeichnung eines bisher unbekannten runden Raumes mit 12 Türen und einer Abbildung des Bannsymbols hängt hier. Nach einigen wiederholten Erklären der Story und dem Baumeister des Königs werden uns nun die Sicherheitshinweise vom Archäologen dargelegt und auch nochmal, dass wir unsere losen Gegenstände nun ablegen müssen. In dem Video meint er, dass sicherlich noch genug Platz im Regal an der rechten Seite sein muss, woraufhin ein Teil des Regals nach vorne aufklappt und ein Geheimfach zum Vorschein bringt. Im selben Moment klappt auch bei uns im Raum eines der Geheimfächer am Regal auf und einer der Mitarbeiter öffnet den Bereich, sodass wir unsere Sachen dort hineinlegen können. Das Video dieser Pre-Show war früher tatsächlich auch mal länger, sodass noch mehr auf die Zeichnung und somit auf den weiteren Teil der Story eingegangen wurde. Diese Version war allerdings zu lang, also hat man sie wieder gekürzt und das Wichtigste, wie zum Beispiel die Sicherheitshinweise, beibehalten. Übrigens steht am Ende des Raumes an dem Lesepult, wo meist einer der Mitarbeiter steht, eine von vielen Kerzen, welche allerdings den Mitarbeitern signalisiert, dass der folgende Part unserer Tour freigegeben ist. Nach einer letzten Frage eines Mitarbeiters, ob wir auch wirklich alles aus unseren Taschen abgelegt haben, öffnet er die Tür am hinteren Ende des Raums und es geht mit unserer Gruppe weiter in das Innerste des Kernan. Es geht durch einen weiteren Raum mit noch viel mehr Zahnrädern und Mechanismen an der Wand, welche sich beim Durchgehen sogar bewegen bzw. drehen. Schlussendlich landen wir durch eine sehr schmale Tür in einem großen runden Raum. Wie sich herausstellt, ist das genau der Raum von der einen Zeichnung im Atelier des Baumeisters, welcher noch nie zuvor betreten wurde. Wir sind nun im Bandraum angekommen. Es befinden sich vier zur Rundung angepasste Reihen nebeneinander, in welche auf dem Boden jeweils vier runde Platten eingebaut sind, auf welchen wieder einmal ein Zahnrad mit einer Krone abgebildet ist. Nun müssen wir uns mit unserer Gruppe in die vier Reihen mit jeweils vier Personen aufteilen und uns auf eine der Zahnradplatten stellen. Der Raum an sich sieht tatsächlich genauso aus wie auf der Zeichnung, die wir zuvor entdeckt haben und beinhaltet 12 im Kreis angeordnete Türen, über welche jeweils ein Bannsymbol hängt. Zwischen den Türen hängt zudem immer eine Fackel an der Wand, welche beim Betreten eine spärliche lila Beleuchtung hat. Langsam beginnt eine leise Musik zu spielen, woraufhin es ein wenig dunkler wird. Auch kommt aus den zahlreichen Fackeln nun etwas Nebel, was zu einer immer düsteren Atmosphäre führt. Schließlich fangen nach und nach einige Bannsymbole über den Türen an zu leuchten. Die Musik baut sich immer weiter auf und wir hören wieder den dramatischen Teil des Soundtracks, welcher auch schon beim Ausbruch des Bannpergaments im Thronsaal zu hören war. Schließlich wird jedem klar, dass der Bann so nah ist wie noch nie.
Das Leuchten der Bannsymbole an der Wand fängt an, sich schnell von einem zum nächsten zu bewegen und mehrere Runden im Kreis zu drehen. Im nächsten Moment wird es schlagartig dunkel im Raum. Auf einmal fangen beim Höhepunkt der Musik alle vier Zahnräder einer zufälligen Reihe auf einen Paukenschlag an zu leuchten. Ein weiterer Knall folgt und eines der Bannsymbole über einer der 12 Türen leuchtet wieder besonders hell. Kurz darauf, mit einem dritten Knall, wird die darunterliegende Tür angeleuchtet und öffnet sich mit einem lauten Knarren. Nun sieht man schon das leere in der Station stehende königliche Fluchtfahrzeug auf uns warten, welches wir auch schon zuvor als Zeichnung im Atelier des Baumeisters entdeckt haben. Die ausgewählte Reihe geht nun durch die Tür und wartet vor einem weiteren Tor. Mit diesem Ritual werden nun alle drei weiteren Reihen per Zufall vom Schwur des Kernern ausgewählt. Somit können wir uns nicht aussuchen, in welcher Reihe wir die Bahn schlussendlich fahren. Unsere ganze Gruppe hat somit die letzte der drei Pre-Shows überstanden und steht nun in der Station der Bahn. Diese ist eine sogenannte Doppelladestation, heißt also, der Ein- und Ausstieg befindet sich hintereinander. Somit steht schon immer ein leerer Zug für uns bereit. Die Tore vor uns öffnen sich und es geht mit den jeweils vier Besuchern in unsere ausgewählte Reihe des königlichen Fluchtfahrzeugs. Bis auf den Zug an sich erkennt man in der Station allerdings nicht besonders viel, da diese wie auch schon der vorherige Wartebereich sehr düster ist und lediglich der Zug ein wenig angeleuchtet wird. Dieser ist wie auch schon die immer mehr werdende Thematisierung in den letzten Räumen mit vielen Zahnrädern und anderen hölzernen Details versehen, sowie auch einigen Lampen. Diese schalten sich dann am Ende der Saison zum Herbstzauber, immer wenn es dunkel wird, für die Night Rides an. Beim Einsteigen müssen wir nun selbstständig die typischen Beckenbügel von Gerslauer zu uns heranziehen und darauf warten, dass dieser nochmal von einem Mitarbeiter geprüft wird. Der Bann ist, wie wir schon zuvor im Bannraum erkannt haben, so nah wie nie zuvor und spätestens durch das Betreten des königlichen Fluchtfahrzeugs sind wir als Museumsgäste zu weit gegangen. Wir versuchen nun also zu entkommen und werden wieder mal mit einer noch spektakuläreren Version des Soundtracks aus dem Bannraum und dem Thronsaal aus der Station in eine Linkskurve geschickt. Gleich rechts befindet sich übrigens noch das Wartungsgleis. Mittlerweile sind wir zu tief in den Kernern eingedrungen, sodass sich der Bann angegriffen fühlt und uns als Eindringlinge sieht und demnach natürlich den Turm verteidigen möchte. Daher ist uns auch schon auf unserem Weg bis hierhin der Bann immer näher gekommen und immer stärker geworden. In letzter Zeit ist man bei den Ausgrabungsarbeiten zu tief vorgedrungen, weshalb nun natürlich der Schwur des Kernern wieder eingreift. Es geht vorbei an einigen letzten Fackeln, bevor man eine kleine Abfahrt in die völlige Dunkelheit hinunterfährt. Es geht auch direkt wieder hoch und in eine sehr ruckartige weitere Linkskurve. Hier wird der Zug nun wieder ein wenig abgebremst und kommt dann schließlich wieder ganz zum Stehen. In diesem fast komplett dunklen Teil der Strecke kann man zwar nicht viel erkennen, bis auf das sich vor uns irgendetwas Großes befindet. Wir sind nämlich am Fuße des riesigen 79 Meter hohen Turms des Kernern angekommen. Nach einigen Sekunden und einer einmaligen Soundkulisse, welche man hier unten beim Warten zu hören bekommt, fängt die Kette des Lifts sich schlussendlich an zu bewegen und der Zug wird in die senkrechte Position gebracht. Mit unglaublich basslastiger Atmosphärenmusik und lauten Zahnrädern und Kettenklackern, welche den großen Mechanismus des Turms darstellen, fährt man nun in der liegenden Position immer weiter nach oben in den Turm. Ungefähr auf der Hälfte setzt dann auch noch der Core-Part des Hauptsoundtracks ein, welcher uns somit mit dem unglaublich hallenden Sound des Turms begleitet und singt: Ein Bündnis geschmiedet, aufs Leben geschworen, ein Bann, der uns bindet, für immer verloren. Dieser Part wird nun einige Male immer lauter gesungen, bis man schlussendlich fast ganz oben angekommen ist. Seit 2019 hängt hier an der Decke des Turms nun auch noch eine große weiße Leinwand, auf welcher nach dem Stillstand des Zuges eine Projektion des Kopfes von der Seele des Königs projiziert wird. Diese spricht nun wieder mit folgenden Worten zu uns. Sieh, was es aus mir gemacht hat. Als ein Schatten meiner selbst bin ich in diese Mauern gebannt und kann den Kerner nicht mehr verlassen. Für die nächsten 1000 Jahre, das schwöre ich bei allen heiligen Männern. Allerdings hallt jeglicher Sound in diesem riesigen Turm so ungemein, dass man bis auf einzelne Worte davon nur sehr wenig versteht und sich das dann eher so anhört. Oh, God.
Sobald König Erik Menved seine Ansprache mit bei allen heiligen Männern beendet hat, kommt auch schon der weltweit einmalige Rückwärtsfreifall. Da der König und alle im Turm verbannten Seelen nun versuchen, uns an der Flucht mit dem königlichen Fluchtfahrzeug zu hindern und uns demnach wieder tiefer in den Turm hineinstürzen. Der Zug fällt somit mit rund 40 km/h und dem Einsetzen einer dramatischen Musik wieder rückwärts, für uns also immer noch in der liegenden Position, nach unten und ca. 2/3 des gesamten Liftes. Natürlich werden wir hier ganz sanft mit den im Lift eingebauten Bremsen wieder aufgefangen und verweilen somit wieder ein wenig an dieser Position. Sobald man hier unten angekommen ist, hört man nun eine laute Stimme zu uns rufen: Flüchtet! Schnell! Was anderes haben wir sicherlich auch nicht vor, und nachdem der Zug wieder erfolgreich in der Kette einhaken konnte, baut sich die Musik nun zum ersten Mal seit Betreten des Gebäudes zu einem sehr heroischen und fast schon fröhlichen Part auf, woraufhin das königliche Fluchtfahrzeug nun wieder seine volle Geschwindigkeit auf dem Lift erreicht und wir wieder die gesamte Strecke zurück nach oben gezogen werden. Kurz bevor wir wirklich ganz oben angekommen sind, ertönt noch ein lautes: Was uns somit schlussendlich durch eine kleine Öffnung über die 73 Meter hohe Kuppe und raus aus dem Turm schickt. Es geht nun die 90 Grad steile Abfahrt mit einer mehr als 90 Grad Drehung die 67 Meter herunter und endlich raus aus dem Turm. Für Außenstehende kann man hier übrigens einen Großteil von dem Part hören, was dort drin alles passiert, und vor allem aber die Schreie der Gäste bei der Abfahrt. Mit ganzen 127 km/h kommt man nun nach circa einer halben Stunde seit Betreten des Gebäudes und der völligen Abschottung der Außenwelt endlich wieder nach draußen und rast mit einer unglaublichen Geschwindigkeit und 5G im ersten Teil an den zahlreichen Besuchern vorbei, welche sich das Spektakel von außen anschauen. Damit ist Kernan übrigens auch die höchste und schnellste Achterbahn Deutschlands zusammen mit Silverstar im Europapark. Es geht auch gleich wieder fast senkrecht nach oben in das im Vergleich zum Turm mindestens genauso einmalig aussehende Herzelement der Bahn. Auch wenn es zuerst so scheint, durchfährt man hierbei nicht einmal eine Inversion, ist also nicht über Kopf. Man fährt lediglich nach dem Höhepunkt der einen Kuppe wieder ein wenig nach unten, um im Anschluss auf die etwas niedrigere zweite Kuppe hochzufahren. Von hier aus hat man nicht nur einen traumhaften Blick auf das Meer, sondern es geht deutlich steiler und auch wieder deutlich tiefer nach unten, einmal quer über den Hauptweg hinüber in eine steile Rechtskurve. Bis hierhin hat der Zug gefühlt so gut wie keine Geschwindigkeit verloren, was den darauffolgenden herabfahrenden Umschwung umso intensiver machen lässt. Als wäre das nicht genug, geht es gleich mit einer weiteren steilen Linkskurve noch weiter nach unten und quasi auf Höhe der Wiese dieses hinteren Bereichs. Wenn man rechts außen sitzt, kann man hier in der langgezogenen Rechtskurve einmal den Rasen mähen, woraufhin es wieder in einer sehr langgezogenen S-Kurve ein wenig nach oben geht. Im Anschluss drehen wir uns einmal um 180 Grad und es folgt ein erster kleiner Airtime-Hügel. Parallel zu der vorherigen Kurve fahren wir nun etwas höher, allerdings wieder zurück in Richtung Turm. Allmählich wird der Zug auch immer langsamer, doch kommt es nach einigen weiteren Kurven noch zu einem für viele überraschenden zweiten Airtime-Hügel. Dieser schickt uns somit direkt in die Bremse, welche tatsächlich uns manchmal auch nicht ganz unsanft abbremst. Wir haben nun den Hauptteil der Bahn und zudem auch den von außen einsehbaren Teil hinter uns gebracht und fahren in der Bremse nun geradewegs wieder auf ein Holztor zu. Dieses öffnet sich sogar kurz vorher, damit man von außen auch nicht hereinschauen kann und andererseits nicht so viel Licht in diesen Teil der Festung gelangt. Hier wartet nun direkt das für viele Erstfahrer sehr überraschende Inversionselement der Bahn. Es geht nämlich mit einer Hardline-Roll einmal über Kopf in die Dunkelheit und tatsächlich auch direkt über die Startkurve, wo wir zu Beginn losgefahren sind. Daher sollte auch das Tor möglichst geschlossen sein, damit man beim Start nicht allzu viel von der Halle sieht. Aus der Inversion heraus geht es wieder in einer sehr ruckartigen Rechtskurve in die komplette Dunkelheit. Wer hier allerdings genau aufpasst, kann zu unserer rechten Seite kurz das spitze Dach des Bannraums sehen und durch ein im Dach verbautes Gitter sogar hineinschauen. Vom Bannraum selbst erkennt man nach draußen hin durch die Dunkelheit allerdings nichts. Durch die letzte Rechtskurve landen wir nun in der nicht erkennbaren letzten Schlussbremse und es ertönt ein letztes Mal mit einem lauten Paukenschlag ein absolut heroisches Finale des Soundtracks, welches uns nun mitteilt, dass wir es geschafft haben. Zudem sollte man wissen, dass hier in der Bremse auch die Onride-Fotos einmal nacheinander geschossen werden. Es blitzt also viermal kurz, woraufhin wir die Bremse auch schon wieder mit einer letzten 180 Grad Rechtskurve verlassen.
Es geht noch einmal immer noch unter der Musikanlage vorbei an dem königlichen Wappen und mit dem letzten Ton wieder zurück in die Station. In dieser letzten Kurve wird zudem bei Kernern auch immer geklatscht, da diese Bahn natürlich ein einmaliges Gesamterlebnis ist, welches somit an dieser Stelle schlussendlich beendet wurde. Wir stehen nun hinter dem nächsten Zug in der Doppelladestation und steigen genau wie wir auch eingestiegen sind zur linken Seite wieder aus. Hier wartet schon das geöffnete Fach mit all unseren Sachen auf uns, welche wir nun nach der Fahrt wieder mitnehmen können. Zur linken Seite, also quasi in die Richtung, aus welcher wir gerade mit dem Zug in die Station gefahren sind, begeben wir uns mal wieder in einen sehr dunklen, schmalen und verschachtelten Geheimgang, in welchem erstmals eine deutlich entspanntere und ruhige Musik läuft, welche uns nochmals bestätigt, dass wir unser Erlebnis erfolgreich geschafft haben. Kurz vor dem Ausgang stoßen wir noch ein letztes Mal auf das große Bahnsymbol über uns an der Wand, welches passend zur Musik auch noch ein letztes Mal grün aufleuchtet und uns somit zeigt, dass wir den Bann besiegt haben. Am Ende dieses Geheimganges finden wir uns schlussendlich im Shop der Bahn wieder, den Kernern Boutiquen. Hier könnt ihr nicht nur euer On-Ride-Foto kaufen, sondern natürlich auch vielen anderen Merch, von Hoodies über Tassen bis hin zu kleinen Accessoires. Einmal hindurch haben wir es nun endlich geschafft und stehen auf dem großen Platz neben diesem gigantischen Turm. Hier finden wir auch noch eine Statue von König Erik Menved, welcher übrigens auch das Bahnsymbol auf seiner Brust trägt und uns zeigt, dass dieser Abschnitt der Legende nun Geschichte ist und wir ein Teil von all dem sein durften.